Ja, schon wieder Montag. Viel zu schnell schon wieder Montag. Ich weiß gar nicht, wo das Wochenende geblieben ist. Ratzfatz war es heute Morgen halt wieder Montag. Und dann so früh wieder. Naja, was soll's. Ich bin auf einer schnellen, langen Tour unterwegs. Ich muss morgen Abend wieder zurück sein. Und zwar habe ich 4 Kunden. Ich fahre jetzt nach Steinfels, in Steinfeld, in Steinbruch. Dann geht es nach Schwandorf. Dann habe ich schon wieder Feierabend, weil dann schon wieder meine Lenkzeit um ist. Dann habe ich morgen Allersberg und Hallstatt. So sieht meine erste Tour aus. Meine zweite Tour ist auch schon geladen. Also die haben am Freitag beide Touren direkt auch vorgeladen. Einmal KBW 1, einmal KBW 2. Im Moment ist Hochsaison, ne? Aber immer im Winter. Komischerweise, ich weiß nicht, ob Rösler im Winter Winterschlussverkauf macht. Oh, sorry, Winter Sale heißt das ja. Winterschlussverkauf gibt es nicht mehr. Oder ob die wegen der Kälte billiger sind. Oder ich weiß es auch nicht so genau. Auf jeden Fall bin ich immer um diese Jahreszeit, wenn es natürlich schön kalt und dreckig ist, in den Steinbrüchen unterwegs. Aber so ist er nun mal, mein Job. Was willst du da machen? Ja, Steinfeld war ich glaube ich noch nie. Also ich wüsste nicht, dass ich schon mal in einem Ort war, der Steinfeld heißt, der in der Nähe von Nürnberg ist oder in der Nähe von Karlstadt, also zwischen Karlstadt und Nürnberg. Obwohl die Straße am Schotterwerk heißt, das kommt mir bekannt vor. Aber es gibt so viele Schotterwerke, wo die Straße am Schotterwerk heißt. Und dieses Mal kannte mein Navi sogar die Adresse. Konnte ich eingeben, hat er gefunden. Also nichts mit hier Landstraße suchen und eventuell auf dem Navi tippen, wo das denn ist. Diesmal wusste er, wo es ist. Also ich hoffe, er weiß, wo es ist. Dann, sonst bin ich gleich falsch. Das werden wir sehen. Ja, dann ist erstmal die 4 Reifen runter und dann habe ich nochmal 240 Kilometer Richtung Schwandorf. Also, nicht klüngeln, Gas geben. So, eigentlich war ja meine Idee, euch Schwandorf zu zeigen, wie ich den ablade. Moment, ich muss das hier andersrum machen. Jetzt erwürge ich mich gleich wieder mit dem Kabel. aber hier ist so komisches Wetter. Ich weiß nicht, ob ihr das seht so. Das ist so feiner Schnee, der hier fällt. Das hat so ein bisschen was von... Moment, ich muss mal eben hier einbeinen. So. Wenn der fällt, der ist so hart, das hat so ein bisschen was von Hagel, ist aber kein Hagel. Er tankt, das sieht ein bisschen komisch aus, ne? Was er da macht hier. Und das ist, da ist ja so ein Wind bei, hier sind eigentlich nur 0 Grad, fühlt sich aber an wie minus 10 oder minus 15 Grad. Und wenn dieser harte Schnee, den noch ins Gesicht peitscht, ist das nicht so schön. Aber ich bin unter der Warnannahme angekommen, normalerweise steige ich mal aus und melde mich da an und sage, hier, ich habe meinen Kram dabei und so. Der ist mit dem Stapler direkt zu mir gekommen und hat gesagt, fahr schon mal runter, ich komme gleich. Jetzt war da ein bisschen viel los auf dem Hof vorne. Dann habe ich sogar überholt mit seinem Stapler. Er stand schon hier unten, als ich kam. Das ist selten. Also ist auch immer sehr unterschiedlich. Ne? Mal muss ich hier eine Ewigkeit warten und mal komme ich gar nicht hinterher mit Gute losmachen und so. Heute war zweiteres der Fall. Ja, ich habe jetzt 8 Stunden, 10 Minuten, also so 40, 45 Minuten kann ich noch fahren. 40 Minuten brauche ich zu meinem Parkplatz ungefähr. 43 Minuten, sagt er, siehst du. Dann passt das sehr gut. Und dann ist auch Feierabend angesagt. Das kann ich auch ganz gut gebrauchen. Wir haben erst 2:30. Es fühlt sich für mich aber an wie, weiß ich nicht, 8 Uhr abends. Ich könnte eigentlich auch hier rechts anfahren und einfach schlafen gehen. Aber das darf man hier nicht. Also man soll hier nicht stehen bleiben. Früher haben wir das mal gemacht. Wir früher nachmittags wussten, okay, der hat schon zu. Der hat früher mal ein bisschen früher zugemacht. Dann sind wir hier vorne auf dem Parkstreifen gefahren. Ich zeige euch den gleich. Moment. Ah! Warum macht man denn sowas? Siehst du, wie da kommen? Siehst du, dass ich komme, Mann? So nicht! Ich zeige euch das mal hier. Wie sie die ausfahren, ne? Hier ist ja so ein Parkstreifen, oder sauber hier. Schwer Düse verstopft. Hier ist so ein Streifen. Da haben wir früher aber gestanden und dann bis morgens, und dann sind wir morgens abgeladen. Hier ist allerdings jetzt absolutes Halteverbot, weil die
da einen neuen Parkplatz gemacht haben und von dem Berg aus mit den dicken Dingern, also da einen neuen Parkplatz gemacht haben und weil die dann vom Berg aus mit den dicken Dingern hierher fahren müssen. Und dann steht man da im Weg. Naja, so, hoffe, dass keiner kommt. Können wir hier nämlich schön durchknallen. Mal gucken. Da kommt einer. Lass mal kommen. Wir sind ja nicht so, ne? Dass sie das hier noch nicht geändert haben, ne? Das ist eine riesengroße Firma hier. Ihr wisst ja, worauf ich hier hinfahre. Und diesen Weg hier haben sie immer noch nicht geändert. LKW. Hätte ich mal nicht gewartet. Naja, ich warte mir jetzt hier im Wolf, dann fahre ich zum Parkplatz und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Dienstagmorgen. Und ich muss mal feststellen, das hat sich bei mir eingebürgert, dass ich doch von Montags auf Dienstags die meiste Zeit in der Woche schlafe. Also plus Wochenende. Am Wochenende penne ich gar nicht mehr so viel. Gestern Abend hier angekommen, gestern Abend ist gut, gestern Mittag war ich denn hier? Kurz vor drei. Bis 6 Uhr rumgelungert, damit ich zu früh ins Bett gehe und um 6 Uhr dann ins Bett gehe. Und heute Morgen um 5:30 Uhr aufgestanden. Ja, im Alter muss man viel schlafen. Ja, jetzt was nicht so schön ist. Ich meine, die haben jetzt hier gestreut und geräumt. Die haben so einen kleinen Trecker hier vorne stehen. Ne? Den seht ihr wahrscheinlich nicht. Das hat sich gestern hier so richtig schön eingeschneit. Ich habe das gestern auf Instagram und Facebook gepostet. Und ich stehe bergauf auf so einem Parkplatz. Das sieht man aber in dem Video recht schlecht. Ich habe gestern erst in zweiter Reihe gestanden und dann ist hier vorne ein Parkplatz frei geworden. Dann habe ich mich hier diesen Berg hier hochgequält, um auf diesen Parkplatz zu kommen, weil sie das ja abends immer sehr gerne zuparken. Die parken dann immer da an der Durchfahrt, da so wie er. Und wenn man aus der zweiten Reihe kommt, meistens stehen da Autotransporter, weil die ja ein bisschen länger sind, dann kommt man immer so schlecht um die Ecke wegen den dicken Steinen, die da stehen. Deswegen dachte ich mir, komm, hier stellt sich in der ersten Reihe. Hat ja 10 Minuten gedauert von da unten bis hier oben. Mann, oh Mann. Jetzt stehe ich natürlich auf so einer Schneeschicht, auf so einer Eisschicht und ich bin leer. Das ist denkbar schlecht. Allerdings ist hinter mir alles frei. Wir haben jetzt, wie spät haben wir denn jetzt? Ich weiß nicht, ich sehe keine Uhr da. 6.30 Uhr, muss um 7 Uhr hier los. Eigentlich erst um 7:20. Aber ich fahre mal ein bisschen früher, weil ich denke, mein Andersberg wird sich anders aussehen und dann muss ich rückwärts in die Straße rein. Da muss das alles ein bisschen vorsichtiger passieren. Da. Mal gucken, ob wir hier wegkommen. Ansonsten überwintern wir hier oder so. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall bin ich bester Dinge. Ich hätte nur Allersberg und Hallstatt. Hallstatt hole ich 4 Reifen ab, glaube ich. Allersberg 2 Paletten. Und dann geht es schon zurück zu Platz. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja jetzt noch eine halbe Stunde. In der Zeit kann ich meine Kaffeemaschine leer trinken. Und dann gehe ich frisch aufgetankt in den Dienstag. Wenn wir denn hier wegkommen. So, Abfahrtskontrolle gemacht. Ich habe die Achse vom Auflieger angehoben. Da versuchen wir unser Glück hier wegzukommen. Ich sehe da eher schwarz, weil ich weiß ja, was gestern Nachmittag los war. Aber wir testen mal. Erstmal vorwärts. Zum Glück ist hinter mir frei, dass ich ihn zur Not rückwärts rollen lassen kann. Ja, vorwärts geht gar nichts. Mit ESP. Aber er kommt. Mal so ein bisschen mit dem Gas spielen.
Gas weglassen. Man versucht immer mitzuschaukeln, aber es bringt ja gar nichts. Seht ihr das? Es ist, man steht hier so steil bergauf. Versuchen wir es rückwärts und dann über die Spur unter uns. Bevor ich mich jetzt hier dumm und dämlich quäle, damit ich hier vom Fleck komme. Rückwärts geht's. Rückwärts geht's bergab, aber ich kann ja nicht bis zum Ende des Parkplatzes rückwärts fahren. So, jetzt bin ich mit der Zugmaschine auf dem Gestreuten. Wir müssen jetzt zum Glück gestreut hier. Schwierig, aber es geht. Das ist eine Katastrophe, wenn er leer ist. Das ist so. Und ich habe Reifen für 3000 Euro drauf, ne? Auf der Hinterachse. Ist schon traurig, aber wir kommen weg. Ja, und die hier stehen immer ganz, ganz interessant, weil man muss hier. Ihr seht ja die Steine, die hier so stehen und so. Er steht da, man muss hier so. Ja, da wirst du nicht wegkommen, glaube ich, oder? Ach, jetzt stehen sie da und tanken. Bleibt da stehen. Das ist ja natürlich sehr schlecht. Oh, die stehen ja alle im Weg. Gut, dass ich früh genug losgefahren bin. Jetzt muss ich erstmal hier rauskommen. Naja, irgendwann werden sie wohl weiterfahren. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich brauche nur 35 Minuten von hier, wir haben 7.08 Uhr, 8 Uhr muss ich erst da sein. Ich denke mal, ich werde es pünktlich schaffen. Hier wird schon gehupt. Naja, wie sind wir weggekommen? Das ist schon mal ganz gut. Geladen. Das ist ganz praktisch. Hier um die Ecke ist der Real, wo ich schon ein paar Mal gestanden habe. Da kann ich mir jetzt mal ein Frühstück holen und neue Zigaretten. Die sind nämlich leer seit 2 Stunden. Und von da unten bis hier oben kam nichts. Das wird das recht schön. Aber das täuscht. Ist auch nur in der Sonne so einigermaßen warm. Ja, da wird jetzt nicht mehr viel kommen. Also ich muss ja, wie gesagt, zurück zum Platz. Ich habe jetzt noch 430 Kilometer oder so. Und dann anderen Auflieger aufnehmen und mal gucken. Also ich müsste bei 7,5 Stunden auf dem Platz sein, ob ich noch 1,5 Stunden fahre oder nach Hause fahre oder wie auch immer. Mal gucken, wie er sich das vorstellt.
Und dann mal gucken, wie meine Lust ist. Hat schon wieder einer gemalt. Guck mal. Unsere Mitarbeiter haben zu viel Innings in der Tasche, glaube ich. Naja, zumachen, festmachen und wegmachen hier. So, Pause hier in Fulda, Fulda Nord bei Rosis. Also Rosis ist immer gut, da kann man immer sehr gut essen, obwohl das für mich nicht in Frage kommt. Wir haben jetzt 10 vor 1 und ich mache hier nicht Feierabend. Ne? Ich muss jetzt noch ein bisschen Platz zurück. Da habe ich noch 263 Kilometer, 3 Stunden 36, sagt er. 16.30 Uhr Ankunft, 15 Minuten Pause noch, dann muss ich noch mal eben, ich habe gerade, wo ich hier stehen geblieben bin, beide Tanks leer. Das heißt, ich muss noch mal so einen Bogen machen, da rüber an die Tanksäulen und mal eben beide Tanks voll machen, also AdBlue und Diesel. Wenn wir das dazu rechnen, ja, ist ja gut. Also, ja gut, 17 Uhr da. Im Moment zeige ich da noch nichts an. Also ich komme jetzt gleich hier durchs Hartmacher Dreieck. Wenn ich dadurch bin, ist schon mal alles gut. Dann kommt nachher noch die B1, da komme ich so gegen 16.30 an. Die dürfte da ein bisschen knubbelig sein, aber naja, was soll's. Also ich müsste eigentlich ja, so bei 7 Stunden 45 auf den Platz ankommen. Ich weiß nicht, ob es dann weitergeht noch ein Stück. Eine Stunde 15 könnte ich dann ja noch, mit Verlängerung sogar 2 Stunden 15. Ich weiß aber nicht, wie die zweite Tour aussieht. Ich habe jede Menge Reifen auf dem Platz gesehen, Montagmorgen, aber wo die jetzt genau hingingen, ich habe es gelesen, aber ich weiß nichts mehr. Ich weiß nicht, wohin geht. Er hat mir noch nichts gesagt, aber das wird er mir gleich erzählen. Ja, um auf das Geheimnis von letzte Woche zurückzukommen, ich weiß, ihr wartet darauf, dass ich euch das erzähle, aber ich weiß immer noch, dass ich das immer noch nicht wissen darf. Ich weiß aber sogar noch mehr über das, was ich nicht wissen darf, also wie das so alles ablaufen wird. Aber damit warte ich, bis er mir das erzählt und bis ich auch wirklich weiß, dass ich das machen muss. Und wenn das alles klar ist, dann werde ich euch das erzählen. Entweder noch in diesem Video oder spätestens im nächsten Video. Mal gucken, wie hoch ich den Spannungsbogen halten möchte. Wir werden sehen. Ja, ich mache mal eine Pause jetzt zu Ende, dann werde ich jeden Tag hier meine Tanks vollfluten und oh, die Polizei kommt. Was wollen die denn hier? Ohne Begleitung. Mal gucken, ja, ja. Ich bin neugierig. Ich habe Pause, muss mich eh in Ruhe lassen. Und ja, da werde ich dann einen Auflieger aufnehmen und dann würde ich euch berichten, ob ich denn noch weitergefahren bin oder ob es denn erst morgen früh weitergeht. Ich glaube, der GoPro ist zu kalt. Ich sag ja, mit der GoPro hat man immer so einen Spaß, man kann sich immer wieder darüber aufregen. Naja, also anders. Jetzt habe ich mir gerade am Wolf gequatscht, ganz umsonst. Das Runde ist im Eckigen, in Eckelsheim. Steht jetzt ein bisschen anders wie letztes Mal. Also letztes Mal habe ich unten an der Waage geladen, obwohl hier auch eine Waage ist.
aber die ist noch nicht in Betrieb, weil hier gibt es noch keinen Strom. Den haben sie vergessen mitzulegen. Deswegen muss man noch unten über das alte Gebäude fahren. Er hat gesagt, wenn ich schaffe, dann soll ich versuchen, hier unten hinzufahren, weil die hier unten liegen. Es würde aber ein bisschen dauern, weil sein Radlader eingefroren ist. Also der sprang nicht an, es war zu kalt halt und dann die ganzen Scheiben zugefroren. Weil man eigentlich erwartet hat, dass man anruft, bevor ich komme. Mein Chef hat mir das gestern gegeben und gesagt, ich bin da angemeldet, aber irgendwie wusste das hier keiner. Da hat wieder irgendeiner irgendwas vergessen. Naja, egal, die Reifen sind geladen. Hat ja 20 Minuten gedauert, also kein Beinbruch. Ja, ist eigentlich recht schick hier, ne? Wenn man hierher fahren könnte. Hier ist alles schön geteert. Nagelneue Waage. Nagelneue Wagencontainer. Und Moby Dick ist auch hier. Reifenwaschanlage noch nicht einmal benutzt. Ja, kein Wunder ohne Strom, ne? Geht ja nicht. Ja, es ist kalt, ne? Das ist unfassbar. Der Mond ist sogar noch da. Guck mal. Aber es ist zum Glück schon hell. Die dunklen Tage sind vorbei. Das ist auch gut so. So, jetzt mache ich dann meine Stapel noch fest, die Karre zu. Und dann geht's nach Rammelsbach. Wie die Slitschuhe haben, dann in auf der Richtung Hügelsheim. Okay, ja. Oh, ist das kalt. Oh, habt ihr so quatschen hören? Jesus, minus 7 Grad. So, Papiere auch gemacht. Ich habe keine Papiere mitgehabt, ich habe den Auftrag über Telefon gekriegt. Aber er hat sich jetzt aufgeschrieben, wer ich bin, wo ich herkomme. Und warum ich überhaupt da war. Ja. Meine Güte, das Problem ist, bei dem kalten Wetter ist das immer so eine Sache. Das ist immer ganz gut, wenn die Reifen trocken sind, also wenn da von innen kein Wasser drin ist. Weil wenn das gefriert und man über Kugel fährt oder so, fällt das Eis aus diesen Reifen auf die Ladefläche. Das war, wo wir die Neureifen, die ich am Dienstag, Mittwoch, weggebracht habe, da war Wasser drin, also das war noch nicht gefroren. Beim Aufladen ist das auf die Ladefläche gekommen und gestern Morgen war das dann doch schon ein bisschen wie eine Schlittschuhbahn. Wenn dann noch die Gurte nass werden und die über Nacht frieren, dann sind die stocksteif, außerdem aufgequollen und dann kriegt man die nicht in die Ratschen rein. Aber zum Glück geht's jetzt noch. Die vorderen Gurte waren trocken, hinten sind die ein bisschen nass. Ich habe aber auch wieder vier. Ich in Rammelsbach glaube ich auch nochmal vier. Und den Kenn, ich kann ja gucken hier, warte mal. Rammelsbach 4, 29, 5. Boah. Und den Kenn sind's 10, 11, 11, 13, 14, R25, naja, das ist ja nicht 16, R25, ist auch nichts. Ja, und die berühmten Reifen, Auslöser. Naja, auf wie geht's? Ich muss mal gucken, ob ich die eine Datei gerade gerettet kriege von gerade, aber ich glaube nicht. Die Zeiten, ja, wenn sie auf der Kamera schon nicht angezeigt wird, dann ist sowieso alles für den Arsch. Naja, was soll's. Ja, also ich hatte ja letzte Woche, habt ihr ja gesehen, Ende des Videos, ein bisschen Probleme mit meiner SD-Karte. Diese Probleme kommen gerade wieder. Wenn alles gut gegangen ist, müsstet ihr jetzt auch gesehen haben, wie ich aus diesem Steinbruch rausgefahren bin. Alles davor, die Abfahrtskontrolle und wie ich da reingefahren bin und so. Das fehlt. Zumindest fehlt es in meinen Dateien. Die Dateien sind da, aber die sind fehlerhaft. Er hat sie mir vorhin auf der Kamera noch angezeigt, ich konnte sie mir noch angucken. Auf einmal gehen sie nicht mehr. Ich habe schnell jetzt fix die SD-Karte rausgenommen, das auf meinen Laptop gezogen, damit sie von der SD-Karte runter sind und auch im Ordner auf dem Laptop sind. Damit nicht der ganze Donnerstag weg ist oder die ganze Woche weg ist. Das wäre ja fatal, wäre das ja. Aber so ist das mit der GoPro, ne? Sie sind nie fehlerfrei, aber das ist neu. Ich hoffe wirklich inständig, dass es an der Seekarte liegt.
Naja, was soll's, wir machen weiter. Jetzt geht's nach Rappelsbach, dann geht's nach Kennen. Und dann geht's zum Platz. So, geladen bei Schäferreifen Kennen. Achso, das war zu vergleichen, ja. Also das ist ein 5580 R57, also sowas fahren wir ja nicht. Also das passt ja nicht, ne? Das passt nicht stehend, nicht liegend. Dafür kommen die Tieflader nach Olli und laden die mal eben. Ich bin eigentlich voll. Verstehe ich. Früher habe ich mal da geparkt, aber da ist so eine Spedition, die möchten das nicht mehr. Man steht da im Weg, obwohl die einem Ausfahrt auf der anderen Seite ist. Ich weiß, es gönnt heute einer dem anderen nichts mehr, gar nichts mehr. Das ist so, nee, du kannst aber nicht stehen und das ist eine Spedition. Ne? Man sollte eigentlich zusammenhalten, aber es gibt halt solche und solche. Ja, wie gesagt, eigentlich würde ich voll bis hinten nehmen. Ich habe jetzt 21 Reifen drauf, aber ob ich das wirklich bin, das entscheidet jetzt der Anruf bei der Dispo. Die sagen nämlich, ob ich voll bin oder nicht. Aber ich vermute schon. Eigentlich sollte ich, wir haben jetzt 5 nach 12, 10 nach 12. Ich bin um 10 vor 12 hier angekommen. Und dann sagt er, ja, machen wir um 1 Uhr, weil die von 12 bis 1 Uhr Mittagspause haben. Aber als ich hier rüberkam, also ich muss ja hier einmal über diesen Platz fahren, dass wir das noch dürfen, das ist schon ein Wunder. Und dann rückwärts hier drauf. Da war der Staplerfahrer schon hier, hat gesagt, komm, wir machen das jetzt so schnell, dann kannst du hier wieder abhauen. Ich hätte auch eine Stunde Pause gemacht, also so schlimm hätte ich das jetzt nicht gefunden. Aber umso eher bin ich wieder am Platz, wenn ich da jetzt hin zurückfahren kann. Wenn der LKW dann noch wirklich voll ist. Das bringe ich jetzt in Erfahrung. Schnuppen habe ich. Es ist Freitag, Hofdienstfreitag, um genau zu sein. Aber das war mir am Mittwoch schon klar. Als ich wusste, ich bin Donnerstag zurück, also dass der Auflieger auf jeden Fall voll wird, dass ich den Donnerstag zurückschaffe, wusste ich schon, dass heute Hofdienst ist. Morgen sind da ein paar Leute krank. Unser Lager Andi, der ist schon seit 2-3 Wochen krank. Und Christian, der normalerweise ranholt und Lager macht, der hatte leider einen Arbeitsunfall und fällt jetzt erstmal für 2-3 Wochen aus, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Deswegen ist das ein bisschen enger auf dem Platz mit ranholen. Da können ja nicht alle bei uns Sattel fahren. Und deswegen müssen dann mal so ein paar Leute, die Sattel fahren können, Hofdienst machen, um die Sachen ranzuholen und die Auflieger vorzuladen. Boah, heute bin ich einer davon. Alles halb so wild. Entschuldigt meine Stimme, ich bin etwas angeschlagen, etwas erkältet. Einmal im Jahr muss das sein. Selber schuld. Das ist, wenn man bei minus 8 Grad aus der Karre aussteigt, nur im Pulli. Und denkt, dass ja nur ein Reifen, der ist fix abgeladen und dann in 21 Grad warme Bude wieder einsteigt. Das macht man dreimal am Tag und dann darf man sich nicht wundern, wenn man Erkältung hat. Selber schuld, würde ich da sagen. Ja, ja, und dann ist das Übliche heute. Ne? Ich fahre jetzt nach Kastrop, mache den Auflieger leer, den bringe ich wieder zurück zum Platz. Dann fahre ich nach Olli mit meinem Auflieger, den mache ich da leer, dann fahre ich wieder zurück zum Platz. Und dann mal schauen. Ja, wer von euch bis jetzt dran geblieben ist, der fragt sich immer noch, was hat er denn für ein Geheimnis? Was will er uns denn erzählen? Also ich habe euch ja gesagt, dass ich letzte Woche schon was wusste, was ich nicht wissen darf. Jetzt wurde ich darüber aufgeklärt, jetzt weiß ich das, jetzt könnte ich euch das erzählen. Aber das spare ich mir für nächste Woche fürs Video auf, weil das passt richtig gut ins nächste Woche ins Video. Einen kleinen Tipp kann ich euch geben. Ich würde mal sagen, die letzten Tage im Hause Göbel sind gezählt, ist der passende Tipp dazu. Jetzt ist der Spannungsbogen hoch genug, damit ihr nächste Woche das Video auch einschaltet. Man muss ja irgendwie dafür sorgen, dass die Zuschauer da bleiben. Ne?
Ich weiß, ist ein bisschen gemein, aber nächste Woche wird der wissen, was ich meine. Lasst euch überraschen. Ja, eine mittelschwere Katastrophe hier. Da haben wir den letzten Rest rausgetan, der verzickt werden muss, noch diesen Monat. Und dann haben sie das wieder stapelweise, schichtweise hier übereinander gestapelt. Alles zusammengeklickt. Eieiei. Gut, dass das so von Dortmund nach Kastrop ging. Weil auf Tour hättest du das so nicht mitnehmen können. Die halten die anderen sofort Feierabend. Das ist ja nochmal gerade gut gegangen. So, zweiter Auflieger auch leer. Ich war im Auflieger jetzt bei Olli, hab die Reifen gerade zwar runtergemacht, aber die Hölle los. Ich habe Glück gehabt, dass ich genau zu dem Zeitpunkt gekommen bin. Es standen nämlich direkt danach zwei Stück hinter mir, die auch zu Olli wollten. Und beide kriegten so Vollladung. Sonst hätte ich da jetzt eine Ewigkeit gestanden. Naja, jetzt fahre ich nach Risse. Wobei ich. Also, ich hole bei Risse jetzt den ganzen Kram ab, den wir so durch die Gegend fahren. Ne? Also 22 Paletten. Davon sind 11 Paletten für mich. Die müssen wieder abgeladen werden. Also, manchen Gedankengang verstehe ich so nicht. Aber dafür muss man disponent sein, um das zu verstehen. Und wir sind da nicht so ganz einer Meinung. Aber. Dafür gibt es ja Disponenten und Fahrer, ne? Dass man sich da nicht so unbedingt immer einer Meinung ist. Naja, die möchten so, dann mache ich das so. Also ich hätte das anders gemacht. Aber das wird schon so seine Gründe haben, warum das so sein muss. Ja, Risse holen. Wir haben jetzt 10 vor 11. Eigentlich ein schneller Tag heute. 10 vor 11, bis ich bei Risse weg bin und wieder auf dem Platz bin, dürften wir so, ich denke mal so 12 Uhr haben. Und dann mal schauen, was noch kommt. Mike macht mit mir den Hofdienst. Mike ist schon das zweite Mal Mark Cella. Der war auch heute schon mal bei Olli. Deswegen ist Olli etwas angenervt von Spedition Göbel. Also sagt er, wenn Spedition Göbel kommt, müssen alle anderen weg. Das ist immer komisch. Alter. Aber es ist alles nur Spaß. Ne? Ja, Olli habe ich auch lange nicht gesehen. Ich glaube, ich war schon seit 2 Monaten nicht mehr bei Olli. Und es war ganz toll, den mal wieder zu sehen. Natürlich gab es keinen Kaffee mehr. Es war auch keine Zeit für einen Kaffee. Wie gesagt, da standen zwei hinter mir. Die wollten auch unbedingt laden. Und es ist Freitag. Ne? Die wollen alle nach Hause. Wir müssen mal auf den Kaffee verzichten. Halb so schlimm. So, dann wollen wir mal gucken besser. Jetzt habe ich natürlich den Auflieger nicht abgefegt. Der sieht jetzt aus wie die Sau. Jetzt muss ich damit einen Hubwagen Paletten auf und schieben. Mal gucken, ob der hier für mich einen Besen hat, dass ich da mal eben drüber fegen kann. So. Ja.
Jawohl, ja, es ist geschafft. Am Wochenende. Ja, eigentlich würde ja jetzt an der Stelle auch einen Aufliegerblick kommen. Den kann ich aber aus speziellen Gründen diese Woche nicht machen. Auf jeden Fall ist alles so weit, wie es sein muss. Schon wieder, die Kamera hat mir auch die Woche den letzten Rest gegeben. Der Akku andauernd leer und SD-Karte aufgefressen. Achso, wenn eine SD-Karte sucht, auf der A6, ich glaube zwischen Heilbronn und Sinsheim, da müsste irgendwo eine SD-Karte 256 GB liegen. Die habe ich nämlich vor Wut aus dem Fenster geschnipst. Also wenn einer eine braucht, könnte er mal suchen gehen. Ja, für nächste Woche ist alles vorbereitet. Ich würde dann mich jetzt auch verabschieden und würde sagen, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, Verkauling Germany, die Fernfahrer-Doku. Abonnieren, kommentieren und natürlich ein Däumchen nicht vergessen. Und ich habe ja genug Spannung aufgebaut. Gespannt sein, was nächste Woche passiert. Bis nächste Woche. Bye.